Herzlich willkommen zu diesem brandneuen Interview hier zusammen mit dem lieben Jonah Jeschke. Ja, der liebe Jonah ist absoluter Profi, wenn es ums Thema Corporate Identity, Designs und Branding geht, die er für große Unternehmen aufbaut. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sicher dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dir jetzt gleich das geile Interview mit Jonah zu präsentieren, der für riesige Unternehmen die Corporate Identities baut, der parallel dazu gerade studiert, sein Bachelorstudium macht, bilingual in Enschede und mal eine andere Perspektive zu haben, und zwar von jemandem, der angehender Unternehmer ist. Aber ich habe leider gerade beim Schneiden festgestellt, dass aus irgendeinem Grund bei ihm immer so ein kleines Rauschen rauskommt, wenn er spricht. Ich hoffe, das stört nicht allzu weit. Es lohnt sich trotzdem, sich das anzugucken. Und ansonsten folgen die nächsten Tage wieder richtig geile Interviews mit coolen Partnern. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis dann. Ciao. Und er ist auch wirklich fleißig und diszipliniert. Denn das Ganze macht er neben seinem bilingualen Studium, was er teilweise einmal noch in Enschede gemacht hat, in Holland. Und neben seinem Praktikum, was er 6 Monate lang bei Audi gemacht hat, in der HR-Abteilung. Und jetzt auch noch an seiner Bachelorarbeit sitzt, parallel dazu weiterhin schön fleißig im Agenturgeschäft tätig. Und er ist einfach ein guter Freund. Den lieben Jonah habe ich kennengelernt, da war er zum ersten Mal eigentlich auf meinem Event gewesen, was wir hatten von der Social Media Agentur Academy, zusammen mit dem Manuel Luther, unserem erfolgreichsten Agentur Academy Teilnehmer. Und wie die zusammengekommen sind, wie die, sage ich mal, zusammen von Ground Zero sich eine echt große Agentur aufgebaut haben, wie sich das entwickelt hat, was jetzt noch so, sage ich mal, passiert, Disruption, vor allem jetzt auch in der Krise so ein bisschen. Darüber werden wir heute sprechen. Von dem her freue ich mich, Jonah. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich auch, hier zu sein. Sehr, sehr cool. Jonah, ich habe vorhin nachgedacht. Ich so, weiß ich eigentlich, wie du zu dem gekommen bist, was du machst? Und dann habe ich gedacht, ich glaube, du hast mir in Portugal, weil du warst ja in Porto mit dabei, kurz erzählt, wie du überhaupt zum Thema Grafiken, Designs, Corporate Identity und so weiter und so fort gekommen bist. Mich würde es aber trotzdem nochmal interessieren. Kannst du mal kurz erzählen, so ein bisschen dein Werdegang? Ja, klar. Also alle denken immer, ich komme irgendwie aus dem Bereich, habe das irgendwie studiert oder ja, irgendwie sowas. Ist aber ganz anders. Also wie du ja schon gesagt hast, ich studiere in Enschede in Holland und studiere da International Human Resource Management, also was komplett anderes. Und habe dann ja schon immer so den Bezug gehabt. Im Studium mussten wir auch Präsentationen machen und die habe ich dann ja versucht auch immer so ansprechend wie möglich zu machen, weil das irgendwie so ein kleiner Tick von mir war, dass immer alles ordentlich aussehen muss. Und dann habe ich genau nochmal Kontakt zu Manuel gehabt. Manuel war damals noch im Network und brauchte dann, naja, man kennt es ja im Network, man macht Zoom-Webinare etc. Und hat gesagt, hey, du hast es doch so ein bisschen drauf, kannst du daraus nicht mal, oder kannst du mir nicht mal einen Flyer machen? Ja, das war ein einfacher Flyer, den er per WhatsApp verschicken wollte, auf Facebook posten, sowas ganz Einfaches. Habe ich dann gemacht. Damals habe ich den noch mit PowerPoint gebaut sogar. Und der kam aber super gut an, dass er gesagt hat, den Montag darauf, hey, ich brauche noch einen. Wir haben wieder ein Webinar, was ansteht. Und dann kam das so ins Rollen. Und dann hat sich das Ganze auch multipliziert. Also dann waren natürlich in seinem Team die Top-Leader, die das auch haben wollten, für ihre Webinare und so weiter. Und dann ja, ist man da so in den Schritt reingekommen. Dann habe ich meine eigene Agentur gegründet. Das war eine Design- und Marketingagentur, also auf Grafiken spezialisiert. Und da haben wir dann auch für verschiedenste Kunden eben Logos erstellt, Branding, eine Corporate Identity, also alles, was so dazugehört. Und habe mir das eigentlich dementsprechend alles selber beigebracht. Also es war sehr viel Learning by Doing. Natürlich YouTube-Tutorials und so geguckt, also die Software, Illustrator, Photoshop, Premiere, ja, also alles, was es von Adobe gibt.
sind jetzt auch nicht die einfachsten Programme. Und auch heute gucke ich mir fast täglich noch Videos an, um mich irgendwie weiterzubilden, wieder was Neues zu lernen oder einfach einen kleinen Hack zu lernen, damit es schneller geht. Von daher, ja, alles selber beigebracht, Kurse, Bücher gelesen und so weiter. Und das dann jetzt über die letzten Jahre alles mir so angeeignet, aufgebaut. Natürlich, ja, unterbewusst auch immer so drauf geachtet, was machen die großen Firmen. Wenn man jetzt durch die Stadt läuft, dann ist man so ein bisschen gebrandmarkt und guckt immer, ah, okay, da ist ein Logo, was hat er sich damit gedacht? Oder warum ist es jetzt die Farbe, die passt gar nicht zu seinem Laden oder irgendwie sowas Einfaches? Und so lernst du ja dann konstant weiter. Ja, genau. Also eher so aus so einer praktischen Schiene kommen und mehr durch einen Zufall geboren, und habe mich dann entschieden, gut, das macht mir so viel Spaß und damit lässt sich auch Geld verdienen, dass ich das auch beruflich machen will. Sehr cool, mega. Das ist ja neben deinem Studium entstanden. Wie bist du überhaupt zu deinem Studium gekommen an sich? Also klar, du hast ein Abi gemacht, aber was war so der Grundgedanke dahinter, studieren zu gehen, dann auch nach Enschede studieren zu gehen? Und wie hat sich das, sage ich mal, jetzt deine Anfangsvorstellung, wie hat sich das entwickelt zu jetzt im Prinzip? Ja, also einfach, weil, warum frage ich das? Ich frage das aus dem Hintergrund, weil viele Leute immer das Gefühl haben, sie brauchen einen Plan, den sie schon zu Ende gedacht haben. Und ich in jedem Gespräch, was ich führe, und das hast du jetzt allein schon wieder nur gezeigt, sich immer herausstellt, dass man immer mit irgendeiner Sache angefangen hat und sich dann aber meistens immer was komplett anderes ergeben hat, was aber tausendmal besser ist oder cooler zu einem passt oder einem mehr Geld bringt, mehr Freude bringt als davor. Ja. Ja, sehr, sehr spannende Punkte. Also, ich habe damals mit 17 Abi gemacht, war dementsprechend noch sehr, sehr jung und habe für mich entschieden, dass ich noch nicht bereit bin zu studieren. Also mir war klar, ich möchte studieren, war aber so ein Sicherheitsmensch. Das heißt, ich habe mir einen Ausbildungsplatz bei der Volksbank gesichert gehabt, den ich dann aber nicht angetreten bin und habe dann gesagt, okay, ich will jetzt erstmal ein Jahr lang Geld verdienen. Wusste aber gut, jetzt großartig was aufbauen oder so macht keinen Sinn, weil ich wirklich das Studium machen möchte. Zu dem Zeitpunkt war es auch noch Business Administration, was ich studieren wollte. Hab dann bei uns, hat hier so ein neues Shopping Center aufgemacht gehabt und dann habe ich bei Jack & Jones, war damals einfach eine coole Marke, stand für coole Werte, so die ich, wie ich fand, hat zu mir gepasst. Hab mich da beworben, einfach als Verkäufer. Die haben dann gesagt, na, du bist zu jung, aber du könntest halt so aus Aushilfe arbeiten. Ne? Ich meine, ich hatte ja keine Ausbildung oder sonst was in dem Bereich. Wurde dann allerdings 3 Wochen vor Eröffnung angerufen, ob ich nicht doch Vollzeit machen wollen würde. Und dann habe ich ja gesagt, ja gut, ja klar, ich habe eh nichts anderes zu tun. Bin dann nach 3 Monaten allerdings zum Store Manager ernannt worden, weil es da einfach noch keinen gab. Und dann hat es dem Bereichsleiter gut gefallen, dass ich das so ein bisschen übernommen hatte. Mhm. War dann quasi Deutschlands jüngster Store-Manager von Jack & Jones. Das wusste ich gar nicht. Ja, siehst du mal. Und dadurch bin ich dann natürlich, ja, du musstest Leute einstellen, Leute feuern, Personalplanung, Budgetierung und sowas. Bin dadurch halt mit diesen Bereichen noch mehr in Kontakt gekommen und habe mich dann ja auf die Suche gemacht nach einem Studiengang, der eben nicht nur Business Administration im Generellen ist, sondern vielleicht schon etwas spezialisierter. Und bin dann eben auf Human Resource Management gekommen. Ja, ist so ein bisschen was wie Wirtschaftspsychologie, Personalwesen. Wollte allerdings auf Englisch studieren und habe dann gesagt, gut, wenn ich es in Deutschland auf Englisch studiere, dann hast du nur Deutsche bei dir. Das heißt, du redest im Endeffekt dann doch nur Deutsch. Zumindest in den Pausen und so. Und die Dozenten beantworten dir alles auf Deutsch. Das war dann nicht so der Sinn, den ich da drin gesehen habe. Habe dann gesagt, ich gehe nach Holland. Die verstehen zwar nur Deutsch, wenn man gar nicht mehr klarkommt. Aber wir haben halt einen super kulturellen Mix, also Leute aus Amerika, Afrika, Asien, Skandinavien, also wirklich von überall. Und deswegen musst du Englisch sprechen. Und habe dann mein Studium angefangen und hatte da, wie du gerade gesagt hast, den Plan, gut, ich mache das Studium. Ja, das ist ein cooler Bereich, das macht mir Spaß. Ich hatte in gewisser Weise schon mal Berührungspunkte mit dem Themenfeld. Das will ich mal machen. Ja, damit kann man auch gut Geld verdienen, klar im Angestelltenverhältnis, aber das ist an sich sowas Sicheres. Ja, das wird auch immer wichtiger. Man sieht es bei den großen Konzernen, Google, Amazon, Apple, ja, die legen immer mehr Wert auf Human Resources, wird immer wichtiger in Unternehmen, weil die Mitarbeiter einfach das größte Asset sind, was ein Unternehmen haben kann.
den Ansatz fand ich cool und wusste, okay, das hat auf jeden Fall ein bisschen Zukunft. Und dann, wie du schon sagst, kommt irgendwas ganz, ganz anderes, was dann auch am Anfang wirklich nur nebenbei war. Ja, also ich habe auch wirklich noch gejobbt in der Bar, habe abends gekellnert, war Barkeeper. Und ja, hat sich dann so entwickelt und wurde dann mehr zu meinem Plan. Also ich habe es nicht angefangen mit dem Gedanken, ja, ich will das jetzt machen und breche mein Studium ab, sondern ich wollte schon mein Studium durchziehen, was ich auch immer noch tun möchte und ja auch tue. Ja, also ich bin da niemand, Jonah, der... Jonah mit 40 noch am Master. Ja, ja, genau. Nee, ich bin da jemand, der führt das dann auch zu Ende. Ja, also klar kannst du sagen, okay, ich breche es jetzt ab und konzentriere mich auf das andere komplett. Aber für mich ist das irgendwie so eine persönliche Sache. Ich habe das angefangen, ich habe mein Studium komplett selber gezahlt. Ja. War jetzt auch nicht so günstig. Ja, Zeit investiert und das dann jetzt wegzuwerfen, wäre blöd, gerade weil es parallel auch funktioniert, wenn man es will. Und ja, genau. Dann hat sich der Plan einfach geändert. Und jetzt ist der Plan gerade Studium zu Ende machen und dann natürlich voll in die Agentur noch mehr als jetzt. Aber wer weiß, wie dieser Plan in 5 bis 10 Jahren aussieht. Also natürlich setzt man sich Ziele und man hat auch einen vorgefertigten Weg, den man gehen möchte. Aber das musste ich jetzt lernen. Das war auch ein Learning für mich. Du kannst nicht alles so vorausplanen und man sollte dann lieber die Chancen nutzen, die sich einem ergeben. Mega. Danke fürs Teilen, Jonah. Richtig cool. Und wenn wir uns jetzt den Stand jetzt angucken, Stand heute, du müsstest schon eigentlich lange fertig sein mit deiner Bachelorarbeit. Du bist im Prinzip von Manuel vorgesehen worden in der Firma, in der, sage ich mal, bei den Digital Elephants, na, sage ich mal, jetzt auch Geschäftsführung zu machen. So in dem Sinne, dass das, was ich jetzt mitbekommen habe. Und parallel dazu hast du ein Jobangebot von Audi auf dem Tisch liegen. Na? Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Was machst du? Was denkst du dir? Was geht durch deinen Kopf? Ich finde es gerade super spannend einfach, weil das Coole ist, ich habe gestern wieder 3 Interviews geführt gehabt und dort hatte ich nur schon Leute drin, die schon ihren unternehmerischen Weg gegangen sind oder einen anderen Weg gegangen sind. Und du bist gerade so an diesem Schneidepunkt einfach und deshalb finde ich das gerade so interessant, was so durch deinen Kopf geht. Genau, also klar, jetzt halt gerade erstmal Fokus Bachelorarbeit zu Ende schreiben. Ich habe noch ein bisschen Zeit, also ich bin noch in der Regelstudienzeit, die darf man bei uns auch nicht verlängern. Aber wie du schon sagst, jetzt sind gerade so die beiden großen Stakeholder, was ja, den Beruf angeht, da. Aber meine Entscheidung geht Richtung Agentur. Ja? Also das kann ich schon sagen, weil es ist einfach gerade für mich in der Zeit auf jeden Fall der coolere Lifestyle, das angenehmere Arbeiten, weil es mehr Spaß macht, was nicht heißt, dass ich bei einem großen Konzern wie Audi, also da bin ich in der Strategie, Abteilung, was auch super, super spannend ist. Ja, da merke ich allerdings, du kannst deine Ideen nicht so schnell und so gut verwirklichen. Ja, es ist halt ein Riesenkonzern, über 90.000 Mitarbeiter. Das heißt, da gibt es ein paar Entscheidungsträger, die du beeinflussen musst, bearbeiten musst, bis dann mal deine Idee umgesetzt wird, ob sie überhaupt umgesetzt wird. Und klar, in der Agentur kann ich das zusammen mit Manuel gestalten, wie wir das für richtig halten. Ja, also wir können da unseren Weg vorgehen, in welche Richtung wir gehen möchten. Wir können selber entscheiden, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Das heißt, ich habe niemanden Nerviges über mir, mit dem ich nicht klarkomme, aber dem ich irgendwie zuarbeiten muss oder sonst was. Und das überträgt sich natürlich auch auf die Kunden. Also wir können uns auch aussuchen, mit wem wir zusammenarbeiten. In der Position sind wir halt zum Glück. Und so ziehen wir dann auch einfach Kunden an, die zu uns passen. Das Team erweitert sich immer und es sind immer coole Leute. In Portugal haben wir ja auch 2 mitgenommen gehabt jetzt. Das hat super gepasst. Das ist einfach so die Gesamtstimmung. Und dass man das so aktiv beeinflussen kann, ist der Punkt, der mich am meisten reizt. Weil ganz ehrlich, Audi, großer Konzern, wenig Geld zahlen die jetzt auch nicht. Ja?
Das ist schon kein schlechtes Angebot. Das ist eher gesagt ein sehr, sehr gutes. Gerade auch mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich jetzt nur meinen Bachelor abschließe und nicht schon irgendwie Master oder einen Doktor gemacht habe, ist das schon sehr, sehr ordentlich, was mich auch ehrt. Und auch, dass ich da noch meine Bachelorarbeit jetzt schreiben darf und so weiter. Aber ja, diese Gestaltungsmöglichkeit und auch die Vielfalt der Möglichkeiten, das ist das, was mich ja auch bei den Digital Elephants reizt. Und das sind ja nicht nur, ist ja nicht nur die Agentur. Also da wird noch ganz viel anderes in verschiedene Richtungen kommen. Ja, unternehmerischer Geist ist ja in mir, in dir, in vielen aus unserem Umfeld. Und von daher ist die Tendenz und auch eigentlich die Entscheidung, in die Richtung zu gehen. Genau. Spannend auf jeden Fall. Ja, so ist es, dass man sich da eher für die, sage ich mal, eigene Freiheit, Gestaltungsfreiheit, wie auch immer, entscheidet einfach. Obwohl du davor gesagt hast, du bist ein Sicherheitsmensch oder Sicherheitstyp. Wie hat sich das denn bei dir gewandelt? Also, oder gab es einen bestimmten Punkt, wo du mal gesagt hast, ich schmeiße jetzt alles hin, was ich irgendwie selbstständig mache, und ich mache nur noch hier mein sicheres Studium und meinen sicheren Job? Und gab es dann einen Punkt, den du irgendwie überschritten hast, wo du gesagt hast, jetzt ist auch scheißegal? Oder wie war das bei dir, dass das so ein bisschen umgeschwappt ist? Sehr interessant und ich muss die Frage beidseitig beantworten, weil es gab diesen Gedanken auf beiden Seiten. Also ich hatte durchaus schon, wir haben so bei uns im Studiengang Study Counselor, das sind sowieso Vertrauensleute, das sind Dozenten, die immer eine Gruppe von Studenten auch betreuen, mit denen man sprechen kann. Den hatte ich schon mehrere Gespräche, ob ich mein Studium nicht abbrechen soll. Dann war auch im Raum, ein Jahr zu pausieren. Aber da bin ich ganz ehrlich, wenn ich ein Jahr mein Studium pausiere, dann fange ich dann, mache ich danach nicht weiter. Ja, das ist auch ganz klar. Deswegen habe ich mich da bewusst entgegengeschieden. Businesstechnisch gab es die Entscheidung auch, weil es einfach manchmal sehr, sehr anstrengend ist. Also alle stellen sich das immer so super leicht vor. Dann sehen sie uns, wie wir in Portugal oder in Chamonix oder was weiß ich wo sind, kriegen auf Instagram mit, was man doch für ein tolles Leben hat. Aber diese ganzen zahllosen, schlaflosen Nächte, die man da durcharbeitet von morgens bis abends, die will halt keiner sehen. Vorlesungen lasse ich ausfallen und so weiter. Das gehört halt auch dazu und das kann manchmal durchaus anstrengend sein. Damals habe ich ja dann auch meine eigene Agentur aufgegeben. Und habe dann gesagt, ich gehe zu Manuel mit meinen Leuten rüber. Wir haben quasi so fusioniert. Und das war ein wichtiger Schritt. Der war auch nicht so leicht für mich, weil das natürlich diese komplette Gestaltungsmöglichkeit abgibt. Aber Manuel und ich sind wie Brüder, also wir verstehen uns super gut. Und da macht keiner was, ohne dass der andere nicht Bescheid weiß. Von daher ist es schon in Ordnung. Die Entscheidung, mache ich es jetzt weiter, stand nie so wirklich drastisch im Raum, aber natürlich kommt der Gedanke, ey, ganz ehrlich, was soll das? Ja, ich kann doch auch jetzt einfach klassisch 9 to 5 zurückgehen, hab vielleicht nicht diese ganzen Sorgen, krieg meinetwegen weniger Geld oder was weiß ich, gebe ein Stück Freiheit auf. Dafür habe ich viel, viel weniger Sorgen, muss mir um nichts Gedanken machen eigentlich. Gut, bei Audi hat man auch einen sehr, sehr starken Betriebsrat, das heißt Beschäftigungsgarantie, es gibt kaum befristete Verträge. Es wäre deutlich sicherer gewesen. Aber diesen Preis, das aufzugeben für die Freiheit, möchte ich halt gerne zahlen. Das ist es mir definitiv wert. Mit dem richtigen Umfeld, mit dem richtigen Mindset hat man dann auch irgendwann diesen Willen und auch diese innere Haltung entwickelt, dass egal was kommt, auch jetzt wie jetzt so eine Krise gerade. Ja, wenn es halt floppt, dann macht man was Neues. Also man findet immer einen Weg. Ja, das haben zahlreiche Menschen vor uns gemacht. Es gibt Tausende von Menschen, die erfolgreicher sind wie wir. Warum sollten wir es nicht können? Ja? Jeder sagt, du musst dein Studium abbrechen, wenn du dein Business machen willst. Stimmt nicht. Ich bin auch einen anderen Weg gegangen. Ich habe für mich akzeptiert, ich bin, was das angeht, halt so was doch noch Sicherheit drin ist. Die werde ich auch nicht los. Also muss ich einen Weg finden, wie ich einmal dieses Bedürfnis stillen kann, aber auch mein Business aufbauen kann. Und das war dann für mich gut. Dann hasselst du jetzt halt 2 Jahre komplett durch. Ja, ist viel Time-Management, ist auch manchmal nicht so gesund. Aber wenn es mich dafür glücklich macht, weil ich A, mein Studium gut abschließen kann, voraussichtlich mit Auszeichnung und gleichzeitig mein Business aufbaue,
dann macht mich das glücklicher, als wenn ich jetzt 2 Nächte mehr zum Schlafen hatte. Ja? Und das ist dann einfach eine Entscheidung, die man für sich treffen muss, glaube ich. Und man kann sich von Gurus und so weiter beraten lassen. Viele brechen ja ab, aber das habe ich mir auch, wie gesagt, auch angehört und auch angeguckt. Und es hat auch seine Vorteile, wenn man es macht. Aber für mich persönlich war es einfach nichts. Und deswegen kam dann die bewusste Entscheidung. Und wenn man bewusst was entscheidet, finde ich, dann zieht man auch durch. Mega. Da kommen mir ein paar spannende Gedanken dazu, die ich gerade auch schon wieder vergessen habe. Spaß. zwei Fragen. Die erste Frage war, welche Rolle haben, sage ich mal, deine Eltern, deine Verwandten, also engere Familie, sage ich mal, in dem Ganzen gespielt, weil das ja bei vielen ein großer Faktor ist. Bei dir habe ich das jetzt kein einziges Mal bisher gehört, dass du gesagt hast, wollen unbedingt, sonst schmeißen die mich raus oder so. Und der zweite Grundgedanke, den ich hatte, vielleicht kannst du das bestätigen oder auch nicht, war, dass eben mit dem Umfeld, na, wenn man sein Umfeld verändert, dass damit entsprechend man sich anpasst. Na, man wird zu seinem Umfeld, wenn man andere starke Pole hat. Und dass sich diese Sicherheit, das Verständnis von Sicherheit bei mir zumindest gewandelt hat, im Sinne von, dass die einzige Sicherheit die ist, dass ich selber Verantwortung übernehme, eigenverantwortlich handle. Und dass die einzige Sicherheit und Freiheit, die ich habe, die ist, dass ich selber was Eigenes mache, statt Verantwortung in die Hände von anderen Leuten zu legen. Und dass ich mich für meinen Teil 1000-mal sicherer fühle, für mich selber was zu machen und zu hustlen, als jetzt für jemand anderen zum Beispiel. Zur ersten Frage, also ja, wie du es eigentlich schon gesagt hast, man merkt nichts, weil meine Eltern da hinter mir stehen. Meine Mama war, ich glaube, über 15 Jahre lang selbstständig als Immobilienmaklerin, also hat sich da auch was aufgebaut, kennt es von da dem her und dadurch kam auch der Spirit so ein bisschen bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Mama war auch damals verantwortlich, dass ich Manuel kennengelernt habe, also spielte er gar nicht so eine unwichtige Rolle in diesem Zusammenhang. Sind mittlerweile allerdings beide beamtet, also mein Papa auch, also super sicher. Mama hat irgendwann die Entscheidung getroffen, ihre Selbstständigkeit aufzuhören, weil ja, wir sind 4 Kinder, sie wollte mehr Zeit haben und das selbst und ständig loswerden und hat sich jetzt für diesen Weg entschieden, aber unterstützt mich und ist super, super stolz auf mich, also was ich da auf die Beine stelle und wie ich alles hinkriege. Von daher kann ich mich, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen, dass ich nicht diese Diskussion mit meinen Eltern führen muss, na, du musst eine Ausbildung machen, du musst ein Studium machen, den klassischen Weg gehen, was halt auch viele haben. Und ich glaube, dass das nicht so leicht ist, sich da mit seinen Eltern auseinanderzusetzen, weil man will die immer stolz machen und so weiter. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das nicht machen muss. Genau, und zur zweiten Frage, ja, wie du gerade auch schon sagst, also ich habe einfach dann angefangen, auf mich zu hören, und das ist einfach für mich der richtige Weg. Ja, und der Weg ist jetzt gerade halt noch in beide Richtungen zu schauen und dann die eine Sache abzuschließen. Aber ich sag mal so, ich habe dann ja meinen Bachelor. Also dann habe ich da auch was erreicht. Ich habe meinen Abschluss und habe für mich immer im Hinterkopf, und das gibt mir, um ehrlich zu sein, mehr Freiheit, noch risikobereiter zu werden, weil ich immer weiß, naja, wenn alles schief gehen sollte, gehst halt zurück, gehst in einen großen Konzern, gehst in ein mittelständisches Unternehmen, was weiß ich, du hast deinen guten Bachelor oder sehr guten Bachelor abgeschlossen. Ich kann immer wieder zurück, so ist es nicht. Neben der Tatsache, dass ich gelernt habe, wenn du dir was selber beibringst und da richtig für brennst, dann entwickelst du ganz schnell Kompetenzen, die deutlich ein Studium oder eine Ausbildung übersteigen können. Ja? Also weil du dann einfach selber bestimmen kannst, wie schnell du es aufsaugen willst. Ja, so ist es. Sehr cool. Du hast erwähnt, ihr seid 4 Kinder. Ich habe, das ist bestimmt aber, ich glaube, es war zur Weihnachtszeit, als ich deine Story geguckt habe. Und da kam irgendwie raus, einer deiner Brüder ist Fußballprofi oder Handballprofi oder sowas. Nee, das sind meine besten Freunde. Die sind alle Sportler. Genau. Das sind die Geschwister von Joel. Genau, von Joel. Dein Bruder ist Fußballprofi, genau. Ah, okay, gut, dann habe ich verwechselt. Für euch, wer ist der liebe Joel? Wir müssen
eine Viererkonferenz machen, noch mit Marc und Joel, Alter, das wird Ja. richtig lustig. Joel, erzähl kurz, wer ist Joel? Joel ist mein Kompagnon. Der geht mit mir durch dick und dünn und ist mein größtes Projekt. Also Joel habe ich durchs Studium Ist mein kennengelernt. größtes Projekt, so geil. Ja. Ja, also alles, was er heute macht, ist durch meinen Einfluss entstanden, ohne da jetzt mir selber auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber wir haben uns Flex, flex. im Studium kennengelernt. Er hat immer gesehen, dass ich irgendwie was am Laptop mache, MacBook hin und her und so, und aus den Vorlesungen rausgegangen, um zu telefonieren. Dann ist er irgendwann, ich glaube im zweiten Jahr war es, auf mich zugekommen, hat gefragt, was machst du eigentlich die ganze Zeit da? Dann habe ich ihm so ein bisschen erklärt, was ich mache. Dann hat er gesagt, hey, super cool, kannst du mir das beibringen? Und da war ich auch noch an einem sehr frühen Punkt, wo ich niemals gesagt hätte, okay, ich kann dir jetzt das beibringen. Haben wir dann so angefangen, dass er immer wieder zu mir gekommen ist. Also wir haben uns halt auch super gut verstanden, auf einer persönlichen Ebene. Und beruflich war es dann einfach so, dass er sich sehr reingehangen hat. Ja? Also ihn hat das wirklich interessiert. Auch dieser Laptop-Lifestyle, ja, du kannst dich überall hinchillen mit dem Laptop ins Café, was weiß ich, fand er einfach cool und hat dann für sich erkannt, gut, er hat es geschafft oder ne, er ist diesen Weg gegangen, hat sich die Skills angeeignet, da muss ich das auch machen. Und dann haben wir einfach angefangen. Also habe ihm alles gezeigt, was ich lerne, was ich kann. Wenn ich was Neues kriege, ja, mitbekomme, aufsauge, dann wird es direkt an ihn weitergegeben und war dann bei mir in der Agentur. Und ist dann auch mit zu den Digital Elephants gekommen. Also von Anfang an eigentlich mit dabei. Bin auch sehr stolz drauf. Also es ist auch ein super loyaler Freund, der da einfach auch durch schlechte Zeiten mit dir durchgeht und nicht sagt, na gut, dann gehe ich jetzt einen anderen Weg, weil er hat auch ein Studium und war jetzt auch bei einem Großkonzern im Praktikum. Also es ist nicht so, als hätte er nicht auch andere Optionen, aber er sagt halt ganz klar, nee, ich gehe den Weg mit dir. Das macht einen dann ja doch stolz. Mega, Mann. Das sind immer so die schönsten Stories einfach, die Freundschaften und die Erfahrungen, die man zusammen macht. Das finde ich irgendwie am spannendsten. Was beschäftigt dich aktuell? Also privat, beruflich, generell, womit beschäftigst du dich? Generell einfach, ne, was geht dir so durch den Kopf? Interessieren. Ja, gut, also größter Struggle ist gerade tatsächlich die Bachelorarbeit. Ja, das ist jetzt was du wirklich auch nochmal abgeben musst, wo auch Audi drauf guckt, wo deine Uni drauf guckt, was dann den Abschluss von deinem Studium auch besiegelt. Da geht ja dann auch ein Kapitel zu Ende. Deswegen beschäftigt einen das schon gerade sehr im Kopf, zusätzlich zu dem ganzen Agenturbusiness. Wir sind natürlich auch drauf und dran, für unsere Kunden gerade Strategien zu entwickeln, wie sie jetzt durch diese Krise gerade gehen können, was sie digitalisieren können, was sie automatisieren können, nochmal stärker. Und jetzt auch durch diese ja, Pandemie getriggert eigentlich, wo jetzt gerade, glaube ich, viele Unternehmen nochmal realisieren, wie wichtig es ist, digitale Prozesse zu haben, ja. Also das kann so was Einfaches sein wie eine Einrichtung von Zoom, ja, dass jeder vom Homeoffice arbeiten kann und ein Meeting zusammen haben kann. Das ist für uns so selbstverständlich, aber das ist für viele Unternehmen auch noch eine Herausforderung. Und da sind wir jetzt gerade auch dran, dass wir da halt unsere Kunden, aber auch neue Unternehmen, neue Kunden darin auch schulen, wie sie das Ganze machen können, wie sie da die Prozesse optimieren können, zusammen an Dokumenten weiterarbeiten können. Ohne sich physisch treffen zu müssen. Ja? So, das ist, glaube ich, gerade beruflich der größte Struggle. Verstehe. Ja, Bachelorarbeit, Mensch. Mein Cousin hat, ich glaube, vor 2 Jahren seinen Bachelor abgeschlossen gehabt. Da weiß ich auch noch, da war der auch eigentlich gefühlt die ganze Zeit away from Keyboard, AFK. Man konnte nichts anderes machen oder an nichts anderes denken. Er hat gesagt, er macht sowas nicht nochmal und jetzt hat er sich nochmal für den Master angemeldet und wurde auch angenommen. Spannend. Was kannst du? Also was sind so deine Top-Inspirationsquellen, die du für dich nutzt? Einfach, wo du neue Ideen tankst, Inspiration, Motivation, vielleicht auch einfach neue Sachen lernst. Was kannst du weiterempfehlen für
Gott und die Welt hier, die zuhören oder zuschauen? Ja, also wo ich natürlich immer drauf schaue, ist das, was Adobe macht. Ja, Adobe stellt einfach die Software. Das heißt, wenn da irgendwie neue Funktionen oder so kommen, gibt es fast immer auch Tutorials dazu oder das sind so Beispielprojekte, die man dann nachbauen kann, um die Werkzeuge zu lernen und so weiter. Definitiv, da wird eigentlich wöchentlich reingeschaut. Dann YouTube ist auch eine super Plattform. Es gibt sau viel Content da, der for free ist. Auch sowas hier kann ja sehr hilfreich sein für viele. Das muss nicht immer das Offensichtliche sein. Dann gibt es natürlich, was Corporate Identity angeht, die einfach die Big Player, die super stark im Branding-Game sind. Das sind Firmen wie Starbucks, Apple, Amazon, ja, die einfach das auch nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level heben und wo man sehr, sehr viel daraus lernen kann, wie die es angehen, was die Bedeutung dahinter ist. Ja, dann gibt es auch ganz, ganz viele große Brand-Designer, denen man folgen kann, die dann auch so ja, Marken und Firmen auseinandernehmen, das Ganze nochmal erläutern, was die Strategie dahinter ist, was die einzelnen Elemente bedeuten. Chris Doe ist zum Beispiel ein sehr, sehr cooler, dem folge ich auf Instagram und auch auf YouTube. Hat einen coolen Account. Der zeigt da auch immer so, wie er auch herangeht an den Prozess, weil jeder Grafikdesigner hat auch so seinen eigenen Weg, stellt die eigenen Fragen, die er braucht, um dann zu einem Resultat zu kommen. Auch viel so im Thema, wie gehe ich mit dem Kunden um? Branding ist halt auch nicht nur das Logo. Ja, also das ist so irgendwie so ein bisschen das, was alle immer denken. Ja, ich habe jetzt ein Logo, ich habe jetzt ein Branding. Das stimmt nicht, du hast dann ein Logo. Branding ist eigentlich jede Handlung, die du machst, um deine Marke aufzubauen. Und die Marke ist ja letztendlich ja, der Zusammenschluss der Wahrnehmung der Menschen, die Kontakt damit haben. Ja, und unter Branding versteht man halt sau viel. Das kann sein, wie gehst du ans Telefon, wie schreibst du eine E-Mail, wie adressierst du deine Kunden, wie stellst du deine Produkte dar, machst du Filme oder sonst was. Also überall, wo deine Marke präsentiert wird, ist Branding. Und das beschränkt sich eben nicht nur auf Printmedien oder digitale Medien, sondern das ist wirklich, wie ist dein Kundenkontakt, was ist der Prozess? Ja, also wenn ich jemanden habe, der Neukunde wird, wird er einfach nur Neukunde und kriegt eine Rechnung zugeschickt? Oder hole ich den ab, mache ich einen Onboarding-Call, kriegt der irgendwie so ein Starter-Sheet oder sonst was? Das gehört auch alles mit dazu. Ja. Und diesen allumfassenden Umfang zu bekommen, das reizt mich einfach. Geil. Ich packe auf jeden Fall mal die Beschreibung. Die erste Frage, die sich mir aufgetan hat, ist, warum machst du nicht einen YouTube-Kanal? Und nimmst einfach, ist doch so easy, per Zoom nimmst du einfach mal auf und sprichst ein bisschen rein, was du dir so denkst bei den Sachen, die du erstellst. Für die Leute, die zuhören, beispielsweise der Jonah hat auch schon, macht die geilen Thumbnails beispielsweise, für die wir jetzt hier auf YouTube haben oder auch die Produktcover der CBO Mastery und noch andere Sachen, auch für die Webuild Brands Mastermind ganz viel designt, also Megatyp. Wie man dich anfragen kann, dazu kommen wir eh noch am Ende. Aber warum machst du nicht eigentlich auch sowas? Das wäre doch mal voll cool. Da sprichst du einen super Punkt an, von dem ich es jetzt immer gesträubt habe. Nee, hast du mir auch schon mal gesagt und haben mir auch schon mehrere Leute gesagt, hey, zeichne es doch einfach mal auf und laber was dazu. Das ist bestimmt interessant. Da kommt bei mir so dieser kleine Punkt Perfektionismus ins Spiel, dass ich dann immer denke, okay, der Content ist nicht gut genug oder kann ich den Leuten schon wirklich was beibringen? Da gibt es 1000 Leute, die sind besser, größer, was weiß ich. Das ist so ein Mindset-Problem, das ich jetzt langsam ablege. Ich bin auch saufroh, dass sie dieses Interview machen, weil es mich zwingt, vor die Kamera zu gehen. Das ist auch noch so ein Ding, ich habe irgendwie kein Problem damit, vor Leuten zu sprechen. Ob jetzt One-to-One-Session auf einer Mastermind von Webuild Brands oder vor einer großen Gruppe, das ist irgendwie nicht das Problem. Habe aber irgendwie noch meine Berührungsängste damit, sich vor eine Kamera zu stellen. Ich weiß nicht, ob es ist, weil es aufgezeichnet wird und man dann jeden kleinen Fehler mitbekommt oder sonst was. Muss ich mich dran gewöhnen, aber deswegen ist es super, dass man Freunde in seinem Umfeld hat, wie Nick Gehringer, die einen dann zu einem Interview einladen.
wo man sich dann vor eine Kamera stellen muss. Und dann, ja, letztendlich ist dann auch ein Video von mir auf YouTube und dann habe ich auch keine Ausrede mehr. Sind wir auch wieder so bei dem Umfeld Average of Five, was dich auch aus deiner Komfortzone herausholen kann. Und genau, ja, also das wird schon noch kommen. Ja, ich meine, du bist ja eh schon busy enough. Ich denke, das Feedback von den Masterminds ist immer herausragend zu dir und deinen 1:1 Sessions. Du hast eine super angenehme Stimme. Du kannst gut erklären, gut erläutern. Und ich glaube, wenn du den Spaß daran findest, einfach das nur zu zeigen, ohne jetzt den Spaß daran zu finden, dass viele Leute dir dann auf die Schulter klopfen mit News, sondern du sagst, ich habe einfach nur Spaß daran, das aufzunehmen und zu zeigen, dann ist das halt schon echt viel, viel wert. Weil ich habe irgendwie eigentlich jeden Tag mit irgendwelchen Designarbeiten zu tun und dann muss ich halt auch immer irgendwelche Tutorials raussuchen, na, oder ich muss jemanden ein Tutorial raussuchen und ihm das geben, damit er weiß, was ich brauche beispielsweise und das dann für mich umsetzen kann und so. Und es sind immer irgendwelche verschiedenen Leute und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ist schon spannend. Vor allem, wenn du siehst, dass du dich ja auch inspirieren lässt von anderen, die du vorhin genannt hast, ist das schon eine ganz coole Sache. Geil, super. Easy, Jonah, nehmt ihr Aufträge an, kann man euch irgendwie buchen oder so, oder dich jetzt speziell, soll man dich auf Instagram anschreiben oder einfach mal auf die Digital Elephants Webseite kommen? Genau, also man kann natürlich einfach über die Digital Elephants Seite kommen, das ist digital-elephants.com. Und unten ist auch ein Kontaktformular, kann man einfach hinschreiben, dann landet man bei uns beim Support. Und so kann eine Anfrage generiert werden. Ihr könnt mir auf Instagram schreiben, ist einfach Jonah Jeschkeit, mein Benutzername. Ansonsten habe ich auch eine eigene Webseite, jonahjeschkeit.com. Da ist auch ein Kontaktformular unten drauf, also darüber könnt ihr mir auch gerne was zuschicken, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, mich erreichen wollt. Genau, also die üblichen Kanäle, Instagram, Facebook oder eben über die Webseiten Digital Elephants oder meine private. Sehr cool, perfekt. Das packen wir natürlich alles in die Beschreibung und in die Shownotes rein. Schreibt dem Jonah doch, wie cool ihr das Interview fandet, dass er euch inspiriert hat. Und wenn ihr irgendwas braucht oder Support bei irgendwelchen Themen, wenn es ums Thema Corporate Identity, Designs, Branding oder ähnliches geht, unbedingt bei Jonah und den Digital Elephants anfragen. Die Jungs und Mädels dort haben schon echt richtig, richtig geile große Projekte gewuppt. Shootings mit Lamborghini auch schon gehabt und hast du nicht gesehen. Also ein bisschen was und wenn man Lust hat auf eine coole Zeit mit Aperol Spritz, dann ist man bei denen auch wichtig. Das stimmt auch. So, sehr cool. Dann, Jonah, danke ich dir vielmals für das Interview und wir sehen uns bestimmt bald wieder auf meinem Kanal zusammen und wir hören uns. Bis dann, Freunde. Sehr gerne. Ciao. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst.